Ich begrüße euch herzlich zur 288. Montagsdemo auf dem Schlossplatz hier in Stuttgart. Unser Motto heute lautet: Die Richtigen ins Visier nehmen. Mein Name ist Conny Gewill von den Feiergern für den Kopfbahnhof und ich moderiere heute durch diese Demo. Unser erster Redner wird Rex Oser sein. Er ist Aktivist von Flüchtlings-Selbsthilfeorganisationen und wird zum Thema Fluchtursachen bekämpfen und nicht Flüchtlinge reden. Unser zweiter Redner heute ist Dieter Reicherter, ehemaliger Richter. Ihr kennt ihn vielleicht. 5 Jahre Strafvereitelung ist das Thema. Hat jemand schon die Radfahrer gesehen? Ich glaube, da drüben sind sie. Wir grüßen die Radfahrer, genau da an dem Rondell. Und dann gibt es, weiß ich nicht, gibt es Spaziergänger aus dem Kernerviertel hierher heute? Oder, ja, gut, dann begrüßen wir euch auch recht herzlich. Sehr schön. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es am Rande der Demo auch wieder leckere Biosuppe aus dem Gemeinschaftsgarten El Palito. Kann sich die Suppe mal melden? Ist es da hinten? Okay, ihr werdet es finden. Es gibt keine Nachrichtensendung und keine Zeitung, in der Flüchtlinge nicht das zentrale Thema sind. Zuerst einmal hat das Thema keinen sehr offensichtlichen Zusammenhang zu Stuttgart 21. Wenn man aber etwas tiefer gräbt, kommt doch mehr zutage, als man zuerst vermutet. Stichworte hierzu sind zuallererst die Finanzen, unser Steuergeld. Wird Geld zur Bankenrettung oder für Bildung ausgegeben? Für Flüchtlinge oder für Stuttgart 21? Bekommt die Bundeswehr Drohnen oder bekommen die Krankenhäuser mehr Personal? Weitere interessante Punkte sind: Gibt es gemeinsame Ursachen für Stuttgart 21 und für Not und Krieg in den Herkunftsländern der Flüchtlinge? Und ist die Solidarität mit den Flüchtlingen und die Beschäftigung mit Fluchtursachen vielleicht etwas, das unseren Blick auf die politischen Verhältnisse schärft? Und vielleicht ergeben sich Berührungspunkte und gemeinsame Ziele. Dies gilt meines Erachtens für viele politische Themen. Weltweit sind momentan 60.000 Menschen auf der Flucht. 60 Millionen, Entschuldigung, 60 Millionen. Das war so ein Hängerle, wie eben beschrieben. In Deutschland kommt jedoch nur ein kleiner Teil von ihnen an. Die meisten von ihnen bleiben Flüchtlinge innerhalb ihres Herkunftslandes. Knapp 20 Millionen verlassen ihre Heimatländer und überqueren internationale Grenzen. Schätzungen zufolge werden dieses Jahr 800.000 Asylsuchende Deutschland erreichen. Wenn ich richtig gerechnet habe, werden in Deutschland also ganze 4% der 20 Millionen Menschen erwartet, die ihre Heimatländer verlassen müssen. Laut dem Büro des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen liegen die Länder, die die meisten Flüchtlinge aufnehmen, alle im Nahen Osten, in Afrika und in Asien. Mit anderen Worten, die Entwicklungsländer der Welt schultern die verheerenden Folgen von unverantwortlichen militärischen Einmischungen seitens der wohlhabenderen Nationen. Und dann macht man sich hierzulande Sorgen um eine schwarze Null im Bundeshaushalt und fabriziert Überschriften wie: Milliarden für Flüchtlinge wackelt die schwarze Null. Ich wette, uns würden nicht nur im Bundeshaushalt etliche Posten einfallen, die eingespart werden könnten. Stuttgart 21, der Berliner Flughafen, Rüstungsausgaben, neue Wasserwerfer, Frontex, Bankenrettung und Steuergeschenke an die echt Vermögenden. Die Entscheidung, wofür unser Steuergeld ausgegeben wird, hängt immer vom politischen Willen ab. Sie ist veränderbar und sie lässt sich beeinflussen. Auf der einen Seite wollen die Herrschenden und Mächtigen ihre Entscheidungen durchdrücken und auf der anderen Seite gibt es den politischen Druck von unten, von der Straße, vom Wahlvolk, von uns. Dabei sind unsere Mittel zur Durchsetzung unserer Interessen vielleicht vergleichsweise bescheiden. Aber wir sind viel, viel mehr. Aus Angst vor dieser zahlenmäßigen Überlegenheit entspringt der alte Grundsatz: Teile und herrsche. Nur so kann eine Minderheit gegen eine Mehrheit an der Macht bleiben.
Unsere Antwort darauf kann nur lauten, dass wir untereinander solidarisch sind und das weit über die Bewegung für den Erhalt des Kopfbahnhofs hinaus. Vielleicht gelingt es uns, Kontakte zu anderen Initiativen und Bewegungen noch mehr auszubauen. Gegenseitige Unterstützung und Solidarität und eine breite Gegenmacht sind sicher ein Gewinn für uns alle und eine wachsende Bedrohung für die Herrschenden. So ein breites und eindrucksvolles Bündnis von zahlreichen Initiativen, Parteien, Gewerkschaften, Umweltorganisationen und anderen demokratischen Gruppen stellt sich zum Beispiel gegen TTIP und weitere Freihandelsabkommen. Am 10. Oktober wird in Berlin eine hoffentlich überwältigend große Demo, eine zentrale Demo gegen TTIP und Co. stattfinden. Von Stuttgart aus gibt es einen Sonderzug und für Gewerkschaftsmitglieder auch Busse. Wer in der Gewerkschaft ist, fragt am besten beim DGB nach den Bussen und Fahrkarten für den Sonderzug sowie eine Mitfahrbörse gibt es im Internet und unter ttip-demo.de. In Berlin kann jeder von uns am 10. Oktober den Druck der Straße durch seine oder ihre Teilnahme erhöhen und gleichzeitig ein Gefühl der eigenen Stärke, die eine solche Veranstaltung ausstrahlt, mit nach Hause nehmen. Zurück zur wichtigen Frage gemeinsamer Ursachen für S21 und Flucht und Vertreibung. Wir meinen doch mit dem System S21 ein System, das allein den Profit ins Zentrum des Handelns stellt und dabei ungerührt auch Gesetze bricht, Umwelt zerstört, Denkmalschutz mit Füßen tritt sowie Lebensgrundlagen für Mensch und Tier vernichtet. Diese Profitlogik ist in größerer Dimension doch die Triebfeder, um lokale Wirtschaften niederzuringen und Kriege zu führen. Es geht dabei um den profitablen Verkauf von Rüstungsgütern und um den Zugriff auf begehrte Rohstoffquellen, sichere Transportwege für diese Rohstoffe und um geostrategische Interessen. Für diese Wirtschaftsinteressen werden Gesetze gebrochen, Umwelt zerstört, Kulturgüter gesprengt, Lebensgrundlagen vernichtet und es wird gemordet. Diese Ursachen für Flucht und Vertreibung sollten wir immer im Blick behalten. Sie zu beseitigen ist natürlich eine schwierige Aufgabe. Sie lässt sich nicht von Einzelnen im Alleingang, sondern nur gemeinsam bewältigen.